Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Stefan B. und ich möchte dir in diesem Video kurz und kompakt den Aufbau und die Grundzüge der deutschen Erbschaft und Schenkungssteuer erklären. Das Ganze baue ich so auf, dass wir erst klären, was wird hier besteuert, wann entsteht diese Steuer, wie sind Freibeträge in dem Bereich und wie sind die Steuersätze. Bitte verzeih mir, dass ich in diesem kurzen und kompakten Video nicht sehr ins Detail gehe, denn dieses Video wird lediglich als eine Art Einführung und Intro-Video in die Videoreihe zu dieser Thematik Erbschaft und Schenkungssteuer dienen. Was wird denn bei der Erbschaft und Schenkungssteuer besteuert? Dort wird der konkrete Übertrag, der unentgeltliche Übertrag von Vermögen, also von irgendwelchem Geld oder Objekten oder Firmenanteilen, von irgendetwas, was an Geld messbar sein muss, wird übertragen von Person A an Person B oder von A an B und C, also ein Vermögensübertrag, ein unentgeltlicher Vermögensübertrag von mehreren Personen. Wäre es ein entgeltlicher Vermögensübertrag, wäre es keine Schenkung oder kein Erbe, sondern eine Veräußerung. Achtung, dazu kommen wir aber später noch. Es gibt auch die Möglichkeit einer Teilschenkung. Dann stellt sich natürlich die Frage: Wir wissen, dass die Einkommensteuer immer mit Ablauf eines Kalenderjahres entsteht. Wann entsteht denn nun die Erbschaft oder Schenkungssteuer? Das ist ganz einfach: Mit Schenkung oder mit Erbe. Heißt dann, wenn mir das Vermögen tatsächlich übertragen wurde, entsteht die Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer. Nicht dann, wenn das Finanzamt mich auffordert, eine Erklärung abzugeben, nicht dann, wenn ich eine Erklärung einreiche, sondern schon mit dem Erhalt, dem Übertrag des Vermögens. Aber keine Angst, nicht bei jeder Schenkung und nicht bei jedem Erbe entsteht auch eine Erbschaft oder eine Schenkungssteuer, denn hier gibt es wirklich sehr hohe Freibeträge. Und zwar ist der Freibetrag zwischen Ehegatten und Lebenspartnern an 500.000 Euro und diese sind in der Steuerklasse 1 eingeordnet. Zwischen Enkelkindern und Großeltern, sofern die Eltern verstorben sind, 400.000 Euro, die auch in der Steuerklasse 1 eingeordnet werden. Zwischen Kindern und Großeltern, wenn die Eltern noch leben, sind es 200.000 Euro, die auch in der Steuerklasse 1 eingeordnet werden. Für Eltern und Großeltern beim Erwerb durch Erbschaft, also nur bei dem, nicht bei Schenkung, 100.000 Euro auch in der Steuerklasse 1. Für Eltern und Großeltern beim Erwerb durch Schenkung, für Geschwister, Kinder der Geschwister, Stiefkinder, Schwiegerkinder, Schwiegereltern, geschiedene Ehepartner und Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft sind es 20.000 Euro, also schon ein deutlich geminderter Betrag, und diese sind in der Steuerklasse 2 einzuordnen. Für alle anderen Empfänger von Schenkungen oder Erben sind es auch nur 200.000 Euro, aber diese werden nicht in Steuerklasse 1 oder 2 eingeordnet, sondern in die Steuerklasse 3. Die Freibeträge bei Schenkungen erneuern sich auch alle 10 Jahre. Bei Erben natürlich nicht, ich kann nur von einmal von einer Person etwas erben, das entspricht ja der Logik. Dazu aber noch genaueres in einem späteren Video. Jetzt die tatsächliche Steuerhöhe und die Steuersätze richten sich A nach dem, was von Abzug einiger Beträge und des Freibetrages übrig bleibt, also des steuerpflichtigen Erwerbs, und nach dem, in welcher Steuerklasse wir uns befinden. Sie sehen, in der Steuerklasse 2 gab es 2010 eine Veränderung. Hier gibt es nun eine deutlich niedrigere Steuerlast in allen Vermögens- oder in allen Erwerbshöhen. Bei einem steuerpflichtigen Erwerb von 75.000 Euro heißt von dem, was nach Abzug von Freibetrag und sonstigen Berechnungen übrig bleibt, 7% ist jetzt nicht die Welt. Hingegen bei einem Vermögen von über 26 Millionen 30%, ja, da fällt dann schon ordentlich was an in der Steuerklasse 1, aber auch in der Steuerklasse 2 mit 53, mit 3, aber auch in der Steuerklasse 2 mit 43%. Und in der Steuerklasse 3 sind sie ein bisschen gearscht, weil da ist bei diesem hohen Vermögen die Hälfte erstmal weg. Das war auch schon dieses kleine, kurze und kompakte Einführungsvideo zum Thema Erbschafts- und Schenkungssteuer. Einführung, Intro. Ich hoffe, Sie haben hierbei etwas gelernt.
Schauen Sie doch in die unten verlinkte Playliste, um noch weitere Videos zu dieser Thematik zu finden. Sollten Sie dieses Video schauen, kurz nachdem es aufgenommen wurde, keine Sorge, die Videos kommen immer und immer nach. Einfach den Kanal abonnieren, dann kriegen Sie immer eine Benachrichtigung, wann ein neues Video rauskommt. In diesem Sinne, es war mir wie immer eine Freude und eine Ehre, Sie zu unterrichten. Bleiben Sie mir und dem Steuerrecht gewogen. Bis zum nächsten Video, Ihr Stefan B.